Herzlich willkommen bei triathlonszene.de. Neben mir steht der Moritz und unser Thema ist jetzt Dieter Baumann. Was damals geschah? Mit wem haben wir es zu tun? Haben wir es mit einer großen Betrügerei zu tun, die aufgedeckt wurde? Haben wir es zu tun mit jemandem, der unschuldig und als Opfer anzusehen ist und dessen Karriere oder vielleicht auch dessen Leben zum Teil zerstört wurde? Darum geht es in diesem Beitrag. Wir wollen für euch die wichtigsten Fakten zusammentragen. Was kann man heute über diesen Fall sagen? Was hat die Polizei ermittelt? Warum wurde er freigesprochen hier? Warum wurde er verurteilt dort? Alle diese Dinge. Ihr habt nach diesem Beitrag vielleicht besser als jetzt die Möglichkeit mitzusprechen, wenn es darum geht, haha, die Zahnpasta und hoffentlich haben die sich alle die Zähne geputzt. Das ist also das, was wir uns jetzt vornehmen. Wir fangen gleich an. Für die Leute, die noch zu jung sind von unseren Zuschauern, möchten wir noch mal kurz zeigen, um wen es heute Abend eigentlich geht. Bitok aus Kenia, dann Fitabaisa der Äthiopier, Baumann, Jobison Jeki und Brahim Boutayeb, der Marokkaner. Noch 300 Meter. Er schaut schon, er hat geschaut und Jeki macht ihm das Loch zu außen. Ja, da haben sie ihn eingekesselt. Er guckt, kommt er da raus? Er hofft darauf, dass Onyeki nach vorne geht, damit er nach außen ziehen kann. Ja, jetzt muss er den Boutayeb auch noch vorbeilassen. Und in dem Moment geht's vorne ab. In dem Moment ging vorne die Post ab und da hat Baumann eine ganz schwierige Position. Aber er kommt nochmal. Onyeki ist geschlagen. Kommt Baumann noch ran? Jetzt muss er innen durch. Die Lücke wäre da. Paul Bitok, fitter Beißer. Die Lücke ist da. Geht er lang. Schwäbischen Alb auf dem Thron, Olympiasieger über 5000 Meter. Das war der Beitrag in YouTube vom Goldrennen aus dem Jahre 1992. Wir sind aber jetzt hier im Jahre 1999, also knapp 10 Jahre von hier und jetzt entfernt. Und das war das Jahr, als Dieter Baumann konfrontiert wurde mit einer positiven Dopingprobe und nicht nur einer, sondern mit mehreren. Da gehen wir nachher noch im Einzelnen drauf ein. Wir haben schon im Vorfeld gemerkt, wie wir diesen Beitrag angekündigt haben auf unserer Website, dass da ein bisschen die Emotionen hochgehen. Es gibt verschiedene Lager, die aufeinander prallen, Glaubensrichtungen. Es hängt vieles dran an diesem Fall. Das Sportrechtssystem, verschiedene grundsätzliche Rechtsauffassungen, zum Beispiel die Strict Liability, bin ich für das verantwortlich, was mit meinem Körper ist, ja oder nein? Und so weiter. Hängt vieles dran, deswegen möchten wir versuchen, sehr sorgfältig hier vorzugehen mit unseren Fakten. Und das beginnt natürlich mit einer Erklärung der Frage, woher haben wir unsere Quellen, auf was stützen wir uns, woher sind die Informationen? Und das möchte ich euch am Anfang kurz hier geben. Hier zunächst mal das Buch, geschrieben von Dieter Baumann. Das heißt Lebenslauf. Und während unsere Kamera das einfängt, ist es also... findet ihr also überall bei Amazon. Ja, also die Regie hat mich jetzt hier gerade angemeckert, weil ich nur den Buchrücken zeige, aber da steht auch alles drauf, was man wissen muss. Und das ist natürlich eine sehr subjektive Darstellung von Dieter Baumann selbst, deswegen kann es dabei auch nicht bleiben. Die wichtigste Quelle für diesen Beitrag ist das Urteil des Rechtsausschusses vom Deutschen Leichtathletikverband. Also der DLV hat einen Rechtsausschuss, der ist unabhängig, dem hat keiner was zu sagen, jetzt aus dem Präsidium oder so, der ist auch keinen Abstimmungen unterworfen, die von außen kommen, sondern die sind unabhängig und das sind Juristen und die haben über diesen Fall geurteilt und in ihrem Urteil eine Begründung abgegeben, die sogenannte Urteilsbegründung, und da sind nochmal alle Fakten zusammengetragen, soweit was man sagen kann, dass es Fakten sind, zum Beispiel Gutachten, dann was hat die Polizei gesagt, was haben Wissenschaftler gesagt, alles das steht da drin. Und diese Urteilsbegründung ist eben auch in diesem Buch abgedruckt und ist für uns eigentlich die neutrale Quelle und das, was eigentlich im Großen und Ganzen wirklich an gesichertem Wissen vorliegt. Das war jetzt unser Hinweis zu den Quellen und jetzt möchten wir natürlich noch die Geschehnisse erstmal skizzieren. Was ist damals passiert? Wie kam es? Wie war der Weg von der positiven Probe? Dieter Baumann wird angerufen, Telefon, hallo, Ihre Probe ist positiv, bis dann diese Zahnpasta-Theorie auf dem Tisch war. Und bevor wir das machen, an euch zu Hause ein Voting. Und zwar möchten wir von euch wissen, ist Dieter Baumann Opfer oder Betrüger? Klickt bitte auf A, wenn ihr der Meinung sagt, er ist ein Betrüger. Klickt auf B, wenn ihr sagt, andersrum. Was haben wir jetzt gesagt?
Ich sag's nochmal, Entschuldigung. A, bitte drücken, wenn ihr sagt, er ist ein Opfer. Und B, wenn ihr sagt, er ist ein Betrüger. Alles das in unserem Live-Voting. Die positive Probe bis zur Zahnpasta ist eine Geschichte, die startet am 15. November 1999. Und da bekam Dieter Baumann den Anruf aus dem DLV heraus und wurde mitgeteilt, er sei positiv auf die Substanz Nandrolon. Und zwar nicht nur in einer positiven Dopingprobe, sondern gleich in mehreren. Und diese spielen nachher noch eine große Rolle. Deswegen habe ich sie euch mal hier kurz aufgeschrieben. Und zwar gab es zunächst mal eine positive Blutprobe am 5. September. Die war freiwillig. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich nachher noch zurückkomme. Und dann gab es zwei unangemeldete Trainingskontrollen. Da wurde auf Urin getestet. Das Ganze also im Oktober und im November. Beide waren positiv und die freiwillig abgegebene Blutprobe, das war so ein bisschen auch, um den Saubermann zu machen, oder na, das ist jetzt eigentlich unfreundlich formuliert, sondern da ging es darum, dass man hilft, zur EPO-Verfolgung Blutprofile anzulegen, mehr herauszufinden, was läuft im Blut. Und dann hat man ihn gebeten, vor einem Wettkampf, den er hatte, Blut abzugeben auf freiwilliger Basis, hat er gemacht, war positiv. Wurde aber damals nicht verfolgt, weil es letztendlich kein Dopingtest war. In dem hat man dann erst hinterher analysiert. Aber zwei positive Proben lagen vor. Und wichtig ist noch festzuhalten, dass da das Nandrolon, das da drin gefunden wurde, das waren 25 Nanogramm pro Milliliter. Was sagt die Zahl? Sie sagt, dass sie über dem Grenzwert liegt. Der läge bei 2 Nanogramm. Aber es ist auch weit entfernt von Dosierungen, die irgendwie dopingwirksam wären, die würden bei 300 Nanogramm pro Milliliter liegen, also mehr als das Zehnfache. Und das bedeutet also, dass das, was man jetzt hier gefunden hat, war jetzt dopingmäßig nicht relevant. Damit kann man nicht dopen, damit kann man zwar positiv sein, aber nicht seine Leistung verbessern. Könnte aber sein, weiß man nicht jetzt bis hierhin in der Geschichte, ob er vielleicht vorher hohe Werte hatte, jetzt haben die sich abgebaut, dann testen sie ihn, dann findet man nur noch eine geringe Menge. Aber das sind zunächst mal die Fakten. Jetzt war die positive Probe da und dann macht man sich auf die Suche nach den Ursachen. Dieter Baumann hat gesagt, Leute, tut mir leid, ich habe nicht gedopt, es ist nichts passiert. Und die eine von diesen beiden Blutproben wurde analysiert von dem Team um Professor Schenzer, der der Leiter ist des Anti-Doping-Labors in Köln. Ist ein IOC-akkreditiertes Labor, eine renommierte Adresse. Und als man da hörte, Dieter Baumann, Nandrolon, wurde man natürlich sehr hellhörig, nicht nur wegen dem prominenten Namen, sondern auch deswegen, weil auf der internationalen Bühne auf einmal unheimlich viele Nandrolon Dopingfälle aufgetaucht waren. Über 300. Und man hat in diesem Labor, ist man schon damals der Spur nachgegangen, Mensch, woran kann das liegen? Ja, das gibt's doch gar nicht. Hab festgestellt, dass dann sehr viele verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt sind. Und diese Situation haben die dort untersucht in dem Kölner Labor. Da hat es mit Dieter Baumann noch gar nichts zu tun gehabt. Das haben die einfach mal versucht, so eine Liste zu machen, was ist alles an verseuchtem Zeug irgendwie auf dem Markt. So. Und jetzt kriegen die Nachricht, Dieter Baumann ist positiv, auch auf Nandrolon, und er sagt, ich war es nicht. Und er ist ja eigentlich so ein Typ, der glaubwürdig rüberkommt. Also haben die gesagt, jetzt machen wir es mal so, ohne dass sie dafür einen Auftrag gehabt hätten. Also sie haben einen Auftrag gehabt vom Deutschen Leichtathletikverband, analysiert mal die Probe. Aber die sind dann ohne einen Auftrag zu haben, auf eigene Faust jetzt mal zu ihm hingefahren. Das hat der Hans Geier gemacht, ein Mitarbeiter dieses Labors. Und hat gesagt, gut, dann machen wir es doch so. Dann komme ich jetzt mal nach Tübingen und nehme einfach alles mit, was bei dir rumliegt an Nahrungsmitteln. Also was da sein könnte, Vitaminpillen, Nahrungsergänzungsmitteln jeder Art, aber auch zum Beispiel Fleisch. Ja? Ist ja Fleischmast, ne? Kann ja, ja alle möglichen Hormone drin sein. Gibt die wildesten Dinge, ja. Ne? Kaugummis hat man auch schon mit Nandrolon entdeckt, also Süßigkeiten und so weiter und so fort. Also, Hans Geier macht sich auf den Weg nachts nach Tübingen, 22 Uhr trifft er da ein und nimmt alles mit, was dort mitzunehmen ist, alle möglichen Lebensmittel, und gleichzeitig bittet er die Familie Baumann, also die Frau Isabel und den Dieter Baumann, eigentlich immer jeden Tag in ein Röhrchen zu pinkeln, und zwar immer zu der Zeit, wo auch die Trainingskontrollen erfolgt sind, um einfach herauszufinden, ist diese Kontamination, also ist die Quelle des Nandrolons noch im Haus oder was ist los? Also, und das haben die also gemacht, und dann kriegen sie den Anruf aus Köln vom Dopinglabor. Sie sind jeden Tag positiv, Herr Baumann. Die ganze Zeit messen wir das.
und ihre Frau auch, was ja echt ein Hammer ist. Also heißt es, die Quelle ist nach wie vor noch im Haus. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil die hatten ja eigentlich alles mitgenommen, was man irgendwie jetzt mit oder mit solchen Nandrolonverseuchungen irgendwie in Verbindung bringen könnte. Und das hat also bewiesen, die Quelle ist noch da. Jetzt kam es deswegen zu einem zweiten Besuch aus Köln, haben die Leute wieder alles Mögliche mitgenommen und diesmal haben sie versucht, wirklich alles mitzunehmen. Aus der Brotkiste wurden die Brotkrümel rausgeschabt und in eine Tüte gepackt und das wurde alles protokolliert von den Dopingfahndern, aber auch von einem noch schnell hinzugezogenen Anwalt, weil ja jedes Teil hätte ja irgendwie auch ein Beweismittel sein können, ja? Ja. Wo das Zeug dann drin ist, wenn man das findet, zum Beispiel ein Hustenbonbon. Und deswegen muss also gesichert sein, dass das auch wirklich in diesem Haushalt waren. Haben die also praktisch alles, was da irgendwie beweglich ist, hin und her getragen, protokolliert und so. Und hatten dann irgendwann alles. Und dann hat er gemeint, okay, jetzt müssen wir noch ins Badezimmer und da alles mitnehmen. Wurde gemacht. Wieder zurück nach Köln. Dann kam der nächste Anruf. Herr Baumann, Sie sind immer noch positiv, nach wie vor, jeden Tag. Und zwar am allerstärksten morgens. Also ist die Quelle noch im Haus? Was machen Sie nachts? Ja. Und Dieter Baumann sagt dann, was mache ich nachts? Ja? Also nichts, ich putze mir die Zähne und gehe ins Bett. Ja. Und dann sind sie drauf gekommen, dass es in der Zahnpasta sein könnte, haben diese Zahnpasta kontrolliert, ob da was drin ist und bingo, es war tatsächlich so. Jetzt habe ich viel erzählt von dieser Geschichte und was muss man jetzt dabei festhalten? Also an dem Punkt ist zunächst mal wichtig, dass die Zahnpasta gefunden wurde als Ort, wo das Nandrolon drin war oder zumindest bestimmte Vorstufen oder sowas. So. Aber die wurde erst beim zweiten Besuch der Dopingfahnder gefunden und es war ja eigentlich gar nicht klar, dass sie zweimal kommen würden und es war auch nicht klar, dass sie einmal kommen würden, weil die hatten davon ja gar keinen Auftrag. Ja? Also es ist nicht so, dass du positiv bist und dann sagst du, jetzt verstecke ich irgendwas und dann kommen irgendwann die Dopingfahnder zu mir nach Hause und durchsuchen alles und finden das dann vielleicht. Damit war also nicht zu rechnen. Und wie die Geschichte weitergeht, das erzähle ich euch jetzt gleich, möchte aber zunächst unser Voting auflösen vom Anfang der Sendung. Wir hatten euch gefragt, ist Dieter Baumann Opfer oder Betrüger? Und folgendermaßen habt ihr abgestimmt. 72% von euch sagen, ich halte ihn für ein Opfer. Und 28% von euch sagen, nein, das ist ein Betrüger. Wir kommen zum nächsten großen Punkt. Und zwar hat er die Überschrift Belastendes und Entlastendes. Wir möchten jetzt mal zusammentragen, was spricht eigentlich für ihn, was spricht gegen ihn, was wird ihm auch zur Last gelegt. Am Schluss möchten wir noch ein paar Gassenhauer irgendwie, also was man immer wieder so gesagt kriegt, analysieren, was könnte dran sein. Wir möchten jetzt auch gar kein Urteil fällen, wie es gewesen ist, sondern einfach diese Dinge ansprechen. Zunächst mal ist so, was belastet ihn? Das hat der Deutsche Leichtathletikverband für uns zusammengetragen. Der DLV hat ja den Dieter Baumann verklagt und tritt praktisch als Kläger auf vor dem Rechtsausschuss, den sie haben und muss natürlich da das schriftlich einreichen und mal alles hinschreiben, was sie ihm so zur Last legen. Und wir machen es jetzt so, dass wir einfach genau das mal analysieren. Damit ist es auch einigermaßen fair und neutral. Also, es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, es war ein Anschlag. Also, jemand hat die Zahnpasta manipuliert, Dieter Baumann kann nichts dafür. Möglichkeit Nummer zwei, das Doping erfolgte schuldhaft über die Zahnpasta. Also, er hat gedopt in diesem Szenario. Und zwar, um das zu machen, hat er diese Zahnpasta präpariert und das war sein Weg zu dopen. Also, er hätte ja auch eine Tablette nehmen können oder eine Spritze. Hat er nicht, sondern das ist praktisch die zweite Möglichkeit, dass er das über die Zahnpasta gemacht hat. Die dritte Möglichkeit ist, dass er ganz normal gedopt hat, so wie alle anderen auch. Die dopen. Und dass er dann am Schluss diese Zahnpasta präpariert hat, er legt sie sich hin und denkt sich, das ist mein Ass im Ärmel. Wenn sie zu mir nach Hause kommen, dann kann ich sagen, ah, hier, die Zahnpasta ist es gewesen. Und der DLV argumentiert jetzt folgendermaßen. Keine dieser drei Möglichkeiten lässt sich beweisen oder ausschließen. Also muss nach Beweislast entschieden werden. Und diese Beweislastregelung heißt, das sind die Regeln des Internationalen Leichtathletikverbandes, dass die Beweislast beim Athleten liegt. Also der Athlet muss, wenn natürlich jetzt einfach mal eine positive Probe vorliegt, muss beweisen, dass es nicht war. Das ist eine Sache, die würden wir alle unterstützen, das ist ja nur fair. Ja. Und widerspricht ja jetzt nicht irgendwie unserer Rechtsausfassung. Wir kommen mal zu dem Punkt Nummer zwei, der da heißt, das Doping erfolgte schuldhaft via Zahnpasta. Den anderen Punkt klappern wir dann auch gleich ab, wir gehen praktisch der Reihe nach vor, also ganz schnell. Er hat die Zahnpasta genommen, um zu dopen.
was bedeutet das jetzt eigentlich? Damit wirft man ihm vor, oder damit unterstellt man ihm, dass er ein sehr hohes Fachwissen eigentlich hätte, um zu wissen, wie man das macht. Weil diese Dopingsubstanz müsste dann ja irgendwie über die Schleimhaut in den Körper gelangen und da muss ja eine bestimmte Menge ankommen, sonst nützt es ja alles nichts. Und da muss man jetzt schon ein bisschen Bescheid wissen, wie viel muss ich in diese Zahnpasta reintun, damit es über die Aufnahme von den Mundschleimhäuten ins Blut kommt oder in den Körper und dort seine Wirksamkeit entfaltet. Das ist die Unterstellung Nummer 1. Jetzt kann man dem entgegenhalten, dass die Dosen, die man da gefunden hat, also die Mengen im Blut, dass die, wie ich sagte, Faktor 10 zu gering waren, um wirklich zu dopen. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass man wirklich mit dieser Zahnpasta dopt. Jetzt kann man sagen, okay, die Dosierung war ursprünglich höher. Der hatte die Dosierungen, die nötig sind zum Dopen, aber wir haben ihn halt getestet, wo es ein bisschen weniger war. Kommt ein Argument ins Spiel. Und zwar hat der Deutsche Leichtathletikverband von Dieter Baumann verlangt, beziehungsweise es war nicht der DLV selbst, sondern der unabhängige Rechtsausschuss des DLV, er soll noch eine Haaranalyse machen. Und in dieser Haaranalyse kann man zweifelsfrei feststellen, ob dopingrelevante Dosierungen zu einem anderen Zeitpunkt vorgelegen haben. Ja? Hat er gemacht, es wurde in Straßburg vorgenommen von einem sehr renommierten Institut, das absolut auch gerichtsfest ist und die können das zweifelsfrei ausschließen. Also die sagen, in den letzten 8 bis 12 Monaten, das ist praktisch die Reichweite eines Schamhaars, das ja langsamer wächst als normales Haupthaar, zurück in die Geschichte kann man sagen, er hat, was diese Substanz betrifft, nichts zu sich genommen, was dopingrelevante Mengen gewesen wären. Also das heißt, hier scheidet eigentlich diese Theorie aus, dass er mit diese Zahnpasta benutzt hat, um zu dopen. Eine Sache noch in Klammern, EPO 1999 war nicht nachweisbar, deswegen gehört schon viel Fantasie dazu, sich jetzt so eine Geschichte auszudenken mit Zahnpasta und so weiter, um so zu dopen. Also das ist eine Sache, ihr merkt das schon an meinem Ton, die ich jetzt nicht so wahnsinnig plausibel finde und vielleicht ihr da draußen auch nicht. Wir kommen jetzt zum wichtigsten Punkt der Anklage, nämlich die Behauptung, er hat normal gedopt und die Geschichte mit der Zahnpasta nur vorgetäuscht. Was kann man dazu sagen? Punkt 1. Dieter Baumann hatte keinen Einfluss auf die Suchaktivitäten des Kölner Dopinglabors. Dass die nochmal gekommen sind und diese womöglich extra manipulierte und dann dort deponierte, zu seiner Entlastung deponierte Probe wiederfindet, das ist sehr gewagt, weil es hätte sein können, dass da überhaupt keiner kommt, danach sucht. Zweitens. Gibt es Möglichkeiten festzustellen, wie ist das Nandrolon, das man im Blut findet oder bei der Dopingprobe auch im Urin, wie ist das in den Körper gekommen? Normalerweise wird Nandrolon ja in den Muskel gespritzt, dass da die größte Wirksamkeit hat. Und das kann man jetzt der Blutprobe, wenn man die nachher analysiert, kann man das ein Stück weit ansehen, sagt zumindest Professor Schenzer, der Leiter des Kölner Dopinglabors, wie ist der Stoff in den Körper gekommen? Über den Magen? Direkt in den Muskel über die Blutschleimhaut. Und das wurde also untersucht, und zwar mittels der Blutprobe, die genommen wurde, diese freiwillige Blutprobe, daran kann man das sehen. Und die haben gesagt, am wahrscheinlichsten mit Abstand ist, dass der Stoff über die Mundschleimhäute reingekommen ist. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wir ja sagen, oder nicht weil wir das sagen, sondern weil die Behauptung im Raum steht, er kann ja sonst wie das Zeug aufgenommen haben, über eine Spritze. Und jetzt diese Zahnpasta nur vortäuschen, wird also widerlegt durch die Meinung eines Gutachters von Professor Schenzer, der also sagt, nee, das Zeug kam über die Mundschleimhaut in den Körper von Dieter Baumann. Wir kommen jetzt zu einem ganz interessanten Punkt, und zwar zur Zahnpastatube selbst. Und das sind Dinge, die ihr bestimmt noch nicht gewusst habt. Jetzt wird hier ein bisschen Sherlock Holmes gespielt. Also wir haben eine Zahnpasta. Und es ist auch klar, dass in dieser Zahnpasta Dopingsubstanzen drin sind. Und wir wollen uns jetzt diese Zahnpastatube genau angucken. Das ist nämlich sehr interessant, passt mal auf. Also ich habe hier mal eine Zahnpastatube hingemalt. Ihr seht es, hier im unteren Bereich ist der Tubenfalz, also das hintere Ende der Tube. Und hier oben kann man so ein bisschen den Deckel erkennen. Und jetzt ging es bei der Pasta, die da kontaminiert wurde, gab es zwei Stück. Und zwar einmal eine Elmex. Kennt ihr ja, ne, dieses Doppelpack immer, Aronal, Elmex. Und das zweite ist eine Signal. Und die hat dieses gestreifte Muster auf der Pasta. Kennst du das Zeug da? Ja, gestreift dieses so. Rot-Blau oder was. Ne? Und die war jetzt kontaminiert. Und Rot-Blau. Ich dachte Weiß-Rot. Also ich habe jetzt Weiß-Rot gezeichnet. Alles, glaube ich. Ja. Und die war kontaminiert. Und jetzt muss man sich das ein bisschen genauer angucken. Wie kommen diese Streifen da rein? Ihr merkt gleich, auf was ich hinaus will.
Die Streifen sind nämlich in dieser Zahnpaste selber noch gar nicht vorhanden, sondern die Streifen werden erst hier oben Wirklichkeit. Der ganze untere Bereich der Zahnpasta besteht aus weißer Creme, also die eine Farbe. Der ganze obere Bereich der Zahnpasta besteht aus der anderen Farbe, der ist hier rot dargestellt. Jetzt gibt es im Inneren ein Steigrohr von der Größe ungefähr von so einer Kugelschreiberhülle, kann man sich das vorstellen. Und dieses Steigrohr lässt von unten die weiße Creme nach oben steigen, wenn man da drauf drückt. Und an den Seiten, das ist jetzt hier zu sehen, ist dieses Steigrohr geschlitzt und da kommt jetzt die rote Creme mit rein. Am Schluss entstehen oben die Streifen. Habt ihr das kapiert? Und jetzt ist so, dass die Doping-Substanz, die war nur in der roten Creme. Ja? Und warum ist das jetzt wichtig? Man sagt ja, der Dieter Baumann, der hat diese Tube bestimmt irgendwie selber manipuliert. Jetzt wisst ihr, wie die Tube innen drin aussah. Also wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Wenn ich das gemacht hätte, oder du, oder ihr da draußen, wenn ihr eure Tuben manipuliert, dann würdet ihr wahrscheinlich einfach mit einer Spritze hergehen, oben rein in den Tubenhals und das Zeug reinspritzen. Geht hier aber nicht, ja, weil man das nicht hinbringt, dass dann gerade dieser Teil, den man so schlecht erreichen kann, ja, dass der kontaminiert ist. Und darüber hinaus hättet ihr wahrscheinlich so eine Tube gar nicht benutzt, sondern wenn ihr eure Tube manipuliert, hättet ihr eine ganz, ja, ganz normal. Ja. Ja. War aber jetzt nicht der Fall. Also jetzt wird die Unterstellung, er kann das selber gemacht haben, wird langsam ein bisschen vertragt, weil das wäre ja schon sehr raffiniert, dass er sich gerade weil es so kompliziert ist, dieser Tube bedient. Ja. Aber es geht noch weiter. Diese Tube hat nämlich am unteren Ende den sogenannten Tubenfalz. Das ist hier unten. Jetzt denkt man sich, okay, die Tube wurde vielleicht da hinten aufgemacht. Und das sind ja Kunststofftuben, die werden ja heute nicht mehr so aus Aluminium gemacht und dann so gefaltet. Ne? Genau, es wird verschweißt. Und jetzt hat es hier hinten so einen Schweißfalz. Und die Kriminalpolizei hat festgestellt, dass die Falzmaschine, mit der das verschweißt wurde, dass das keine Maschine ist, die von der Firma Wübert, die diese Signaltuben herstellt, im Gebrauch ist. Ui. Ja, und dann gab es noch eine zweite Tube, das war die L-Max, und die hat auch den Falz verschweißt mit genau der gleichen Schweißmaschine, die aber bei L-Max, da bei dieser Firma, nicht im Gebrauch ist. Ja, also ist ganz klar, irgendjemand, vielleicht Dieter Baumann, hat das geöffnet, dann hier die rote Creme, alles leer, ja, rote Creme rein, kontaminiert, das Ganze wieder zugemacht. Jetzt sagt die Kriminalpolizei, das war eine vierköpfige Sonderkommission, über die wir auch nachher noch ein bisschen was hören werden, dass es unwahrscheinlich ist, dass Baumann so vorgegangen ist. Ja. Also er muss viel wissen. Er muss was wissen über die Schleimhäute. Wie muss ich jetzt das Zeug dosieren, dass es mich nicht nur positiv macht, sondern mir vielleicht auch was bringt, wenn er damit dopen will. Oder wenn er sie einfach nur hinterlegt, hätte er vielleicht eine ganz andere Tube genommen. Wahrscheinlicher ist aus deren Sicht der Fall, dass ein Attentäter das so machen will über die Zahnpasta und dass der jetzt merkt, oh scheiße, jetzt muss der ausgerechnet so eine gestreifte Signal verwenden, so ein Mist. Das Ding hat ja ein Steigrohr. Und diese Geschichten muss ich also mir erstmal besorgen. So ein Tubenrohling, weißt du, wo kriegst du den her? Ja. Musst du vielleicht da eine... muss man jemanden kennen, wie der ja, B. Genau, oder vielleicht kann man sogar auch einfach eine kaufen im Laden. Ja. Räumst du das leer, ja? Machst diese kontaminierte Substanz rein in dem roten. Im unteren dann ist dann egal, kommt ja durch die Schlitze immer sowieso dazu. Am Schluss muss das Ganze zugefalzt werden. Ja, ist also schon ziemlich ausgefuchst. Dazu kommt noch, dass der Tubenfalz, man kann feststellen, oder man weiß, bei der ersten kontaminierten Zahnpasta weiß man, wann die gekauft wurde. Das hat die Isabel Baumann, konnte das der Polizei klar machen, dass sie sie dort da und da gekauft hat. Und die Pasta, die sie da aber vor sich haben, das kann die Herstellerfirma klar machen, das ist eine viel jüngere Tube. Ja, das legt also die Theorie eines Austausches etwas näher, zumindest nach Ansicht der Kriminalpolizei. So, und jetzt habe ich schon einen trockenen Mund und für euch mache ich jetzt ein kleines Zwischenfazit. Wo sind wir jetzt in dem Vortrag? Also, Vorwurf, Dieter Baumann hat die Zahnpasta selbst manipuliert. Nötig wäre dafür Fachwissen zu diesen Schleimhautgeschichten. Als Dopingmethode wäre das Ganze sowieso wirkungslos, weil das geht ja dann über den Blutkreislauf in die Leber und diese Substanz wird in der Leber zerlegt, wird nicht mehr dopingwirksam, deswegen wird Nandrolon auch direkt in den Muskel gespritzt. Dann die Signaltube ist sehr kompliziert gebaut, fraglich, ob Dieter Baumann sich sowas angetan hätte, wo er sie nicht von oben spritzen kann, sondern diese Tubenfalzgeschichte an der Backe hat. Dann muss er sich Tubenrolling-Schweißmaschine beschaffen und
muss darüber hinaus noch vertrauen darauf, dass das Dopinglabor, das dazu eigentlich offiziell gar keine Veranlassung hat, nach dieser Tube überhaupt sucht und dass auch die Polizei das macht. Alles das unterstellt man ihm also, wenn man sagt, er habe die Zahnpasta selbst manipuliert. Das ist die Ansicht der Polizei. Noch ein Statement von Professor Schenzer, und zwar, der sagt, nachdem er die Blutprobe analysiert hat, hält er die Aufnahme der Substanz über die Schleimhaut am wahrscheinlichsten, die sogenannte bukale Aufnahme. Dann wurden auf Wunsch des Rechtsausschusses vom DLV Dieter und Isabel Baumann an einen Lügendetektor angeschlossen. Das ist eine lange Prozedur, die dauert stundenlang. Ich glaube, im Buch ist zu lesen, 3 bis 4 Stunden kann das sowas dauern, wie es richtig durch den Mangel gedreht. Und das Ergebnis ist, dass mit 95%iger Sicherheit beide, er wie sie, glaubwürdig sind. Das ist also eine Geschichte, die hat sich jetzt Dieter Baumann nicht ausgesucht, sondern der DLV hat ihn dahin geschickt. Dann gibt es eine Sonderkommission der Polizei, die sagt, Dieter Baumann ist für sie absolut glaubwürdig. Die haben den Fall untersucht. Was ist das für eine Sonderkommission? Das sind, ist eine Sonderkommission, die ist zuständig für ganz besonders schweren Raub und Mord und für Fälle, die ganz besonders in der Öffentlichkeit stehen. Zum Beispiel haben die keine normale Dienststelle, wo draußen groß draufsteht, Polizei, Eingang hier links, weil da könnte ja zum Beispiel jetzt sowas wie der Vater von der Steffi Graf oder Michael Jackson oder so, die können da ja nicht reingehen. Sondern das ist ein normales Wohnhaus und da sind absolute Spezialisten am Fach, Fachmänner am Werk. Und das ist also so eine Sonderkommission. Und die haben diesen Fall untersucht, getrennt Befragung von Isabel und Dieter Baumann und haben die richtig durch die Mangel genommen und kommen also zu dem Fazit, dass also überhaupt nichts darauf hindeutet, dass er das irgendwie selber gemacht hat und dass sie diese Möglichkeit eines Anschlags für am wahrscheinlichsten halten. Jetzt noch kurz, um ein kleines Zwischenfazit zu vervollständigen, die Haaranalyse, die in Straßburg gemacht wurde, ihr habt es gehört, in den letzten 8 bis 10 Monaten, sagt sie, gab es also zumindest Nandrolon-Doping nicht in der Maße, dass das Zeug relevant gewesen wäre. Das bedeutet also, auch wenn der sich jetzt jeden Tag damit die Zähne geputzt hat, dann war der die ganze Zeit positiv von mir aus, aber nicht im Sinne einer Leistungssteigerung. Ja? So, das war ein kleines Zwischenfazit. Jetzt haben wir schon die erste Zuschauerfrage von unserem Zuschauer Wasserträger. Liest du die mal vor, dann kann ich einen Schluck trinken. Wasserträger möchte gerne wissen, ob man so eine Manipulation nicht in Auftrag geben kann, vom Dealer des Vertrauens. Das soll also bedeuten, man hat einen Dealer, der mir einen auch das Nandrolon besorgt. Dienstleistungen gibt es ja die wildesten mittlerweile, also anscheinend die Vermutung, dass es auch in dem Bereich, im Dopingbereich, Institutionen gibt, die sich um sowas kümmern könnten. Wir wollen ja kein Urteil fällen, sondern nur sagen, was man an Fakten rüberbringen kann. Hier wäre jetzt aber noch zu klären, wie der Dealer das schafft, dass das Dopinglabor auch dann wirklich nachts anrückt und zwar zweimal und alles mitnimmt und diese ganzen Lebensmittel und so weiter untersucht. Das war ein Riesenaufwand. Dieter Baumann hat ja auch im Umkreis von Tübingen in allen Metzgereien immer 200 Gramm Portionen Hackfleisch eingekauft. Eingefroren, nach Tübingen geschickt, das wurde alles untersucht. Irgendwo, weißt du, damit kannst du ja eigentlich nicht rechnen, wenn du jetzt Dealer bist und sagst, hey, ich verkaufe dir ein Paket. Also da spielen jetzt Faktoren eine Rolle, die der Dealer nicht im Griff hat, zum Beispiel nach diesen Tuben zu suchen. Was ich jetzt zunächst mal interessant fand, für mich kam es in den Medien irgendwie damals so rüber, ich habe nur noch so lau im Hinterkopf, als dass Dieter Baumann selbst die Zahnpasta in den Vordergrund gestellt hätte und gesagt hätte, schaut Leute, hier ist es drin. Interessant ist jetzt, dass im Grunde erst durch die Untersuchungen im Haus das erst im zweiten Schritt im Grunde entdeckt wurde, ne? So ist es, ja. Er war natürlich ratlos und wenn man sein Buch liest und ich glaube ihm da jetzt mal, ist es für ihn auch schlimm, als die Dopingfahnder ihn aufgefordert haben, dass auch sein kleines Töchterlein auch pinkeln soll und das erreicht dann schon eine Dimension, weißt du, wo du auch emotional irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, weil hier also das ist schwierig, wenn man das gelesen hat, wirklich jetzt zu glauben, dass man sowas mitmacht, wenn da nichts dran gewesen ist. Also da bin ich jetzt ein bisschen persönlich betroffen, will es aber auch als persönlich eingefärbte Meinungsäußerung hier kennzeichnen. Und da mache ich mal weiter in dem, was man als Faktenlage hat. Und zwar beschäftigen wir uns noch ganz kurz mit Nandrolon. Wir kommen dann gleich zurück zu seinem Freispruch erstmal auf nationaler Ebene und kommen dann zu seiner Sperre in Sydney bei den Olympischen Spielen. Nandrolon, was ist das überhaupt? Das ist ein anaboles Steroid, das bewirkt einen Kraftzuwachs und verkürzt Regenerationszeiten. Wenn man das Zeug oral einnimmt, also Tablette, runterschluckt, bringt einem das nicht viel, weil das meiste davon wird zersetzt bei der Verdauung und das, was dann noch an Dopingwirksamkeit übrig bleibt, das ist also sehr gering, deswegen dopt kein Mensch so, sondern die, die wirklich mit Nandrolon dopen,
die machen das durch eine intramuskuläre Injektion. Nachteil von Nandrolon ist, dass es wahnsinnig leicht nachweisbar ist. Also winzigste Spuren führen dazu, dass es sofort positiv ist. Wird vielleicht jemand nicht machen, der ein Langstreckenläufer ist und der zur Hochzeit des EPOs eine definitiv nicht nachweisbare Droge vor sich hat, die wahrscheinlich auch eine ganz gute Verbreitung hat, das zum Nandrolon. Wir kommen jetzt zur Abteilung Juristisches und beschäftigen uns mal mit dem Freispruch. Freigesprochen wurde er vom Rechtsausschuss des Deutschen Leistungsdehnungsverbandes. Ihr habt es schon gehört, dass der also unabhängig ist. Und angeklagt wird Dieter Baumann in dem Verfahren. Und der Kläger ist der Deutsche Leichtathletikverband. Und da merkt ihr euch jetzt bitte mal den Namen Jens Prokop. Wer war das? Das war damals der Vizepräsident des DLV für das Ressort Recht. Ja. Also er war praktisch immer, wenn es um Rechtsdinge geht, war er der oberste Mann vom Deutschen Leichtathletikverband. Und deswegen ist auch klar, dass er hier den Ankläger macht und den DLV vertritt in der Klage gegen Dieter Baumann vor dem unabhängigen Rechtsausschuss des DLV. Das ist die Situation. Merkt euch mal den Namen Jens Prokop. Jetzt gibt es einen Rechtsgrundsatz, der da sagt, keine Strafe ohne Schuld. Also, ich darf nur bestraft werden für Dinge, die ich auch wirklich zu verantworten habe, wo ich was dafür kann. Ja, sonst kann ich nicht bestraft werden. Und das ist jetzt schwierig, wie übrigens jetzt die nächsten 5 Minuten sehr schwierig werden und anstrengend für euch. Also hallo aufwachen, ja, wir brauchen jetzt jede kleine graue Zelle, die ihr zur Verfügung habt. Das war für mich auch so, als ich das recherchiert habe. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin ja kein Jurist. Und die Juristen sind für euch, mal kurz die Luft anhalten. Ich werde nämlich das ein oder andere Fachwort vielleicht falsch benutzen, aber ich versuche mich, dass die Sache im Ganzen doch richtig rüberkommt. Also, wir haben es jetzt hier zu tun mit dem Phänomen der Beweislastumkehr. Und zwar muss der, was heißt das Beweislastumkehr? Also zunächst mal ist so, wenn ich als Partei in so einem Rechtsstreit eine bestimmte Rechtsfolge erreichen will oder für mich beanspruchen möchte, dann muss ich beweisen, dass die Voraussetzungen für diese Rechtsfolge auch vorhanden sind. Also ich sage, ich will, dass der ins Gefängnis kommt, der hat jemanden erschossen, dann muss ich das letztendlich beweisen. Und das bedeutet, der Deutsche Leichtathletikverband muss beweisen, die schuldhafte Einnahme von Dopingmitteln. Ja? Das ist aber mit eigentlich einer positiven Dopingprobe nicht erfolgt, sondern damit ist nur bewiesen, dass in seinem Blut eine bestimmte Substanz aufgetaucht ist. Aber nicht, dass er das schuldhaft gemacht hat. Das haben sie nicht bewiesen. So, und da steckt jetzt irgendwie der Hase in der Klemme, oder wie sagt man da? Der DLV in der Klemme. Ja. Und dieses Rechtsproblem ist sehr typisch und deswegen hat man jetzt eine Beweislastumkehr, dass man sagt, hier muss jetzt, wenn starke Indizien vorliegen, dann die erdrückend sind, positive A-Probe, B-Probe, dann muss der Beschuldigte, Dieter Baumann in dem Fall, von sich aus seine Unschuld beweisen. Ja? Und man nennt es eine Beweiserleichterung durch einen Anscheinsbeweis. Also, dem Anschein nach ist ja so, du bist positiv, A-Probe positiv, B-Probe positiv. Das muss ja wohl genügen. Und wenn das so ist und wenn jetzt auch das im üblichen Verständnis irgendwie ganz klar ist, dass er gedopt hat, dann liegt die Beweislast beim Athleten. Ich mache mal ein Beispiel. Du hast 1000 Euro vertelefoniert mit dem Handy. Ja? Kriegst eine Telefonrechnung. Damit ist ja eigentlich nicht bewiesen, dass du das alles vertelefoniert hast. Wenn du das jetzt bestreitest und sagst, Entschuldigung, das war ich nicht, ja, dann haben die ja ein Problem, weil die haben ja eigentlich das, die saßen ja nicht daneben, die haben dich ja nicht gesehen, die haben jetzt nur ein Indiz. Aber weil dieses Indiz sehr stark ist, nämlich diese Rechnung, wirkt da diese Beweislastumkehr. Und jetzt wird es gleich wieder ein bisschen einfacher, nämlich wenn man darauf kommt, dass diese Beweislastumkehr Grenzen hat und nicht immer zur Anwendung kommen kann, nämlich dann, wenn schuldhaft durch den, der von dieser Beweislastumkehr profitiert, nämlich der DLV, wenn der andererseits den Gegenbeweis verunmöglicht, das war jetzt kompliziert, aber ich mache gleich ein Beispiel mit dem Telefon. Du hast 1000 Euro vertelefoniert, sagst jetzt, das war ich nicht. Ja? Jetzt kann man dir das nicht beweisen, dann sagt man dem Telefonbetreiber, okay, wir haben hier aber die Telefonrechnung und das ist ein starkes Indiz, du bist dran. Und wenn du sagst, okay, dann mache ich mich jetzt mal ran und versuche mal, das hier zu beweisen, jetzt gib mir mal eure Akten. Lass mir mal euren Computer oder was habt ihr da stehen. Und wenn die jetzt sagen, ja, tut mir leid, das haben wir alles gelöscht. Ja? Also das heißt, wenn die Telefongesellschaft jetzt das verunmöglicht, dass du überhaupt irgendwie einen Gegenbeweis antreten kannst,
dann kann die Telefongesellschaft nicht diese Beweisführungserleichterung des Anscheinsbeweis für sich in Kraft nehmen. Und was hat es jetzt mit Dieter Baumann zu tun? Nämlich Folgendes. Ich hoffe, ihr seid noch wach und habt es jetzt verstanden, so wie ich das gesagt habe. Was bedeutet das jetzt? Wir haben es hier zu tun mit zwei Urinproben. Und die erste davon ist sage und schreibe 6 Tage ungekühlt gewesen, bevor sie im Dopinglabor angekommen ist. Und die zweite, die ging dann an ein anderes Labor, immerhin noch 4 Tage. Und das bedeutet, da werden jetzt Bakterien aktiv, die arbeiten da vor sich hin, werden immer mehr. Aber am Anfang sind es noch nicht so viele Bakterien. Das heißt, am Anfang gelingt der Nachweis, ja, hier positiv, der war gedopt. Ja. Jetzt möchtest du 3 Monate später in einem Verfahren, weißt du, das ja sich auch hinzieht, Gremien müssen befragt werden, so 3 Monate später den Gegenbeweis antreten. Und hier an dieser Stelle sind jetzt aber die, durch die falsche Lagerung, die Proben schon so versaut, so voller Bakterien, dass du den Gegenbeweis gar nicht mehr antreten kannst. Und das Ganze wird jetzt noch verschärft durch die Tatsache, dass man ja gefunden hat beim Dopingtest eine Substanz, die heißt, das muss ich hier ablesen, Norandrostesteron. Und das ist praktisch eine hormonelle Vorstufe von dem eigentlich, von der eigentlichen Hormonsubstanz Nandrolon. Und wenn man die findet, diese Vorstufe, dann heißt es Bingo positiv, da ist Nandrolon im Spiel. Ja? Aber in der Zahnpasta war eigentlich eine andere Ausgangssubstanz. Das, was man im Dopingtest hier mit diesem unaussprechlichen Namen Norandrostesteron findet, das ist nicht die Substanz, die eigentlich in der Zahnpasta war, sondern schon eine Substanz einer Umwandlung. Und wenn Dieter Baumann jetzt beweisen will, das, was in meinem Urin ist, ist genau das, was in der Zahnpasta war. Und deswegen ist auch wahrscheinlich, dass diese Zahnpasta die Ursache ist von meinem Dilemma und keine Lutschbonbons und keine Spritze und kein Hackfleisch, sondern genau, dann muss er die Möglichkeit haben, den Nachweis zu führen, dass diese Ausgangssubstanz im Blut ist oder im Urin. Im Urin, ja. Und diese Ausgangssubstanz ist aber um 2 bis 3 Größenordnungen, das bedeutet also 100 oder 10 bis 100 Mal geringer in der Urinprobe vorhanden als diese Norandrostesteron. Und das bedeutet, dass hier, um diese Substanz nachzuweisen, und darauf war Dieter Baumann ja angewiesen, da waren die Proben unbrauchbar. Das ging nicht. Und jetzt sagt natürlich der Rechtsausschuss, und das heißt nicht natürlich, aber er hat es gesagt, wenn jetzt eine Sache, die ausschließlich im Verantwortungsbereich des Klägers liegt, also des DLV, versaut wurde, dann kann man das nicht in dem Prozess benutzen gegen diesen Beklagten. Das geht einfach nicht. Und allein aus diesem Grunde ist es nicht möglich, Dieter Baumann jetzt hier zu verurteilen. Das ist also eine große Säule gewesen von dem, was der Rechtsausschuss da ausbaldowert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon alles wusstet in dem Fall. Es gab ja schon ein paar ganz interessante Punkte. Zahnpasta haben wir euch gezeigt. Wir sagen euch jetzt was, haben euch was über diese Urinproben gezeigt. Und das bedeutet jetzt Folgendes. Ich versuche mal hier nochmal ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Der Rechtsausschuss des Deutschen Leitungsathletikverbandes sagt, dass bewusstes Doping, also die Tatsache, dass er wissentlich und auch gewollt was eingenommen hat, konnte nicht nachgewiesen werden vom DLV. Außerdem wird von der Polizei, von Urin- und Blutproben sowie vom Lügendetektor und von der Haaranalyse diese Behauptung überhaupt nicht gestützt. Also wird er freigesprochen, muss er freigesprochen werden. Ja, logisch, ja. Und das war jetzt hier auch eine ganz klare Sache und das könnt ihr hier nachlesen in dem Buch. So, nächster Punkt und letzter Punkt in meinem Vortrag. Wir sind ja jetzt im Jahr 2000. Und härtester Punkt für Dieter Baumann. Grunde, ja. Sydney, Olympische Spiele. Er war freigesprochen, durfte starten und ist jetzt mit Sack und Pack nach Sydney gefahren. Und da hat man ihm schon gesagt, ja, hier national bist du zwar freigesprochen, hat Jens Prokop, der ja praktisch sein Ankläger war, als rechtlicher Vertreter des DLV. Jetzt gucken wir mal, wie das auf der internationalen, was sagt denn der internationale Verband dazu? Und dieser internationale Verband hat gesagt, ja klar, da reden wir ein Wörtchen mit. Und zwar machen wir das in Sydney, das sind ja sowieso alle Olympische Spiele. Und dort machen wir dann einfach eine Sitzung oder zwei und gucken uns den Fall nochmal an und dort wird entschieden. Und jetzt kommt's, nämlich hier ist, wenn es zu einem Prozess kommt auf der internationalen Bühne, ganz perverserweise, ist der Ankläger ja hier der IAAF, der internationale Verband, aber der Beklagte ist nicht Dieter Baumann, sondern der Beklagte ist der DLV, vertreten durch Jens Prokop, der bisher immer der Ankläger war von Dieter Baumann, der wird jetzt hier in dem Punkt zu seinem Verteidiger. Weil der IAAF, oder die IAAF,
verklagt den DLV, dass er sagt, hey, euer Verfahren ist nicht rechtens. Das heißt, wir sind jetzt hier auf der verfahrensrechtlichen Ebene und Dieter Baumann musste sich jetzt hier verteidigen lassen von jemand, der ihn die ganze Zeit verknacken wollte. Und das ging ja alles wahnsinnig durch die Presse. FAZ, Süddeutsche. Dieter Baumann war der höchst bezahlte deutsche Leichtathlet, der Saubermann. Das war also die Katastrophe hoch 10. Und natürlich klar, dass dieser Fall wahnsinnig in der Öffentlichkeit war und natürlich auch Jens Prokop als Verfolger dieser Straftat oder, na, man kann es nicht sagen Straftat, wobei die Vortäuschung dieser Zahnpasta ist eine Straftat oder wäre eine gewesen. Ja. Und das ist natürlich irgendwo auch eine Sache, da will man nicht verlieren. Ne? Und diese Person, Jens Prokop, wird jetzt hier zu seinem Verteidiger. Und es gehört nicht viel Fantasie dazu, oder ich behaupte das jetzt einfach mal, das ist natürlich jetzt meine Meinung, und ihr müsst die nicht teilen, dass es schlechte Voraussetzungen sind in so einer Situation. Na, jedenfalls gab es jetzt ein Verfahren, das ganze Verfahren auf Englisch, sehr kompliziert, auch das, was ich euch jetzt erklärt habe, sehr kompliziert, gestützt durch Aktenberge, allein die Polizeiakte, 4 Leitsordner, alles auf Deutsch, der Prozess in Sydney auf Englisch. Der Vorsitzende kommt, glaube ich, von den Philippinen oder irgendwie da unten her, spricht Englisch und Jens Prokop mit relativ mäßigem Schulenglisch, wie ich erfahren habe. Und ja, was macht man da jetzt? Da laufen die Olympischen Spiele, die müssen da in einem Raum sitzen. Dieter Baumann hat das ganze Verfahren mal übersetzen lassen auf 20 Seiten, um das mal irgendwie da einzureichen. Trotzdem ist der Eindruck, ließ sich nicht verwischen, das sagt also auch der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes Helmut Diegel und auch Jens Prokop selber, dass sie den Eindruck hat, die Herren da in diesem internationalen Gericht, die haben sich mit dem Fall überhaupt nicht befasst. Können sie auch eigentlich gar nicht so richtig, wenn man ehrlich ist. Das ist eine Nummer zu hoch. Also, die haben da jedenfalls getagt und am Schluss haben sie geurteilt. Und der Deutsche Leichtathletikverband hat sich unheimlich schlecht dort behandelt gefühlt. Die haben gesagt, das ist kein gerechtes Verfahren. Das ist auch rechtlich nicht in Ordnung, weil ja auch das IAAF, die IAAF selber gar keine Berufungsinstanz ist für den Rechtsausschuss des DLV. Ist ja nicht so, dass das die nächsthöhere Instanz ist. Das stimmt einfach nicht. Und das Ganze war also einfach nicht in Ordnung. Und da hat sich jetzt für die Frage gestellt, für den DLV, steigen wir aus dem Verfahren aus? Ja, sagen wir, tschüss, sorry, wir stehen auf. Das läuft hier einfach scheiße. Treffen wir uns später wieder. Und dieser Akt hätte aber bedeutet, dass der DLV die Kosten des Verfahrens hätte tragen müssen. Ja. Erfolgsaussichten ohnehin gering für den DLV, wenn sie jetzt sich so auf die Hinterbeine stellen gegen den internationalen Verband. Die Kosten tragen sie auch noch und da geht es um richtig viel Geld und deswegen haben sie das nicht gemacht, sondern sind im Verfahren geblieben, wo, von dem sie schon gemerkt haben, da kriegen sie auf die Nase oder Dieter Baumann kriegt eins auf die Nase und naja gut, so haben sie dann halt letztendlich sich dem gefügt. Dieter Baumann wurde gesperrt. Man blieb also im Verfahren und zu Hause gab es dann die Diskussion, soll man jetzt doch irgendwie den internationalen Verband verklagen? Dafür gab es keine Mehrheit im Präsidium. Der Rechtsausschuss des DLV, um es jetzt wirklich zu Ende zu bringen, hat daraufhin Dieter Baumann auch erlaubt, dass er den DLV vor normalem Gericht verklagen darf. Darf er ja nicht, weil er diese Athletenvereinbarung unterschrieben hat. Das heißt, der Weg vor ein normales, ordentliches Gericht ist ihm ja verwehrt. Ja. Das durfte er jetzt dann auch, hat er auch gemacht, gab es dann noch einen Hickhack und so weiter, wobei dann immer nur geprüft wird, ist dieses Verfahren, das der DLV macht und was dann ist dieses Verfahren jetzt korrekt oder nicht, da geht es überhaupt nicht mehr um die Schuldfrage. Naja, und so war das dann in Sydney, dass Dieter Baumann da saß, war auch letztlich gar nicht richtig Teil des Verfahrens, weil ja Angeklagter der DLV war, nicht er. Ja gut, und so ist es dann ausgegangen. Freigesprochen vom Rechtsausschuss des DLV. Und das ist meine Geschichte. Um jetzt zu einem Schlusswort zu kommen, möchte ich euch am besten noch was vorlesen. Ist nicht lange, keine Angst, aber in meinem Bemühen um Neutralität habe ich hier einen O-Ton des Kriminalhauptkommissars, der diesen Fall mit seiner 4-köpfigen Spezialistentruppe bearbeitet hat. Das ist ein Interview aus der Süddeutschen Zeitung und das möchte ich euch kurz vorlesen. Bitte euch da jetzt nochmal um ein letztes Aufbäumen eurer Aufmerksamkeit. Und zwar die Frage. Herr Milles, das ist der Kriminalhauptkommissar, wie groß ist Ihre Erfahrung mit Schlitzohren und Verbrechern? Und er sagt, in den letzten 25 Jahren war ich bei 50 bis 60 Sonderkommissionen dabei und hatte mit ebenso vielen Mördern, Totschlägern, Entführern und Geiselnehmern zu tun. Frage, bei Baumann geht es nicht um Mord. Und er sagt, als Anhängsel gehören zu unserem Aufgabenbereich auch Straftaten, die besonders die Öffentlichkeit beschäftigen.
So kam der Fall Baumann zu uns. Wie wurde er bearbeitet? Von einer vierköpfigen Gruppe, Sachbearbeiter und so weiter, ein sehr erfahrener Vernehmungsbeamter. Ich hatte die Leitung. Wir trugen wie in jedem anderen Fall Fakten zusammen, die wir einer möglichst objektiven Wertung unterzogen. Aufgrund dieser Fakten bildeten wir eine Arbeitshypothese. Letztlich kamen wir zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Baumann mit der Sache etwas zu tun hat, verschwindend gering ist gegenüber der Wahrscheinlichkeit, dass er Opfer eines Anschlags wurde. Es ergaben sich bei seinen Vernehmungen auch nie Anhaltspunkte dafür, dass wir von ihm belogen worden sind. Frage: Aber die Öffentlichkeit glaubt ihm nicht und ausgerechnet die professionellen Fahnder von der Kripo sind von seiner Unschuld überzeugt. Was macht ihn aus Expertensicht so glaubwürdig? Die Antwort: Es gehört zu unserem Metier, bei Vernehmungen gewisse Dinge zu klären und so die Glaubwürdigkeit abzuchecken. Er hat sich nirgendwo einen Verdacht der fehlenden Glaubwürdigkeit ergeben, obwohl für Baumann und seine Frau die Gelegenheit gegeben gewesen wäre, Fehler zu machen, gerade bezüglich der Möglichkeiten, die Fremdeinwirkung darzustellen. Es war auch nie so, dass im Rahmen der Vernehmungen Korrekturbedarf notwendig gewesen wäre. Frage: Sind Sie bei all dem kein bisschen verunsichert angesichts der Empörung in der Sportwelt über Baumanns Freispruch? Nein, ist die Antwort. Aufgrund dessen, was uns bekannt ist, gehen wir davon aus, dass Baumann Opfer eines außerordentlich raffinierten Anschlags ist. Die andere Möglichkeit, die wir auch sehen, ist für uns als äußerst gering einzuschätzen. Wir stecken natürlich nicht drin, aber wenn es sich anders als von uns gedacht herausstellt, wäre es für mich persönlich ein eklatanter Fall von Fehleinschätzung. Frage: Die größte in 25 Jahren bei der Kripo? Antwort: Ja, das kann man sagen. Ich persönlich hätte dann schon Probleme. Frage: Sieht das die ganze Kommission so? Antwort: Ja, wir haben in unserer Gruppe den Sachverhalt sehr kritisch abgewogen und sind der Überzeugung, dass Herr Baumann absolut glaubwürdig ist. Frage: Dann bliebe ja nur ein Fremdtäter. Halten Sie diesen Gedanken nicht für so abwegig, wie es bisher die Sportwelt tut? Antwort: Nein, ganz im Gegenteil. Ich als Kriminalist halte dies für einen geradezu genialen Weg, mit minimalem Einsatz und der geringsten Gefahr entdeckt zu werden, jemanden zu sabotieren, ohne ihn gesundheitlich zu gefährden oder eine bemerkbare, dann auffällige Leistungssteigerung zu bewirken. Auch der Fund der zweiten Zahnpasta passt in unsere Arbeitstheorie von einem Anschlag. Sie ist die älter als die Elmex, also die Signal. Ja. Aber Baumann hat sie wohl nur selten benutzt und dann in der Sporttasche vergessen. Das hat dazu geführt, dass der oder die Täter sich fragten, warum wird keine positive Kontrolle bekannt? Die Präparierung der zweiten Zahnpasta erfolgte dann mit ganz anderer Qualität. Deshalb musste sie auch ausgetauscht werden. Frage: Die Skepsis ist trotzdem bis heute gewaltig. Antwort: Selbstverständlich hatten wir die Möglichkeit im Auge, dass eine Straftat vorgetäuscht sein kann. Wenn wir aber nach Überprüfung aller Fakten zur Überzeugung kommen, dass der Anzeigerstatter tatsächlich Opfer ist, konzentrieren wir uns auf die Ermittlung des Täters. Ich drehe dann den Spieß nicht um und sage, nur weil ich keinen Täter finde, ist das Opfer eben der Täter. Das ist das, was ich jetzt in bestimmten Bereichen des Sports und in Teilen der öffentlichen Meinung nicht ganz nachvollziehen kann. Frage: Gibt es einen Verdacht? Haben Sie konkret jemanden im Auge als Täter? Antwort: Es gibt den begründeten Verdacht, dass Baumann Opfer eines Anschlags geworden ist. Zu diesem Ergebnis kam auch der Rechtsausschuss des DLV. Die Suche nach einem Motiv könnte den Schlüssel zur Klärung beinhalten. Private Motive können fast ausgeschlossen werden, es wurden keine Anhaltspunkte gefunden. Möglicherweise liegt es im weitesten Sinne im sportlichen oder sportpolitischen Bereich. Durch die herausragende Stellung Dieter Baumanns, der ja nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Das war's von uns mit diesem Thema. Danke für eure Ausdauer, danke fürs Zuhören. Wir sind in einer Woche wieder da mit vielen Beiträgen. Neben mir steht der Moritz. Wir sagen Tschüss an euch, schöne Woche. Bis dann. Dahin, tschüss. Ja. Ciao.